Am Samstag habe ich die ersten Schwalben gesehen. Und das war ein Zeichen, dass der Frühling zurück ist. Also, dass es wieder warm wird. Die Schwalben sind zurück, haben den Weg zurückgefunden zu uns. Und ja, das ist so einfach ein Startzeichen. Das war im Juni 2014, habe ich die Diagnose gekriegt von Multiple Myelom. Das heisst, es ist ein Tumor festgestellt worden, in meinem Sternum. Und das heisst, es ist Knochenmarkkrebs. Ich habe gedacht, das muss ein Irrtum sein. Nein, aber es ist wirklich so, dass es halt die Krebserkrankung ist. Die ist sehr selten in der Schweiz. Man weiß auch nicht, woher das kommt. Ich habe eigentlich immer sehr gesund gelebt. Ja, und dann geht es halt darum, wenn es so weit ist, dass du musst mit dem lernen, das zu kommunizieren, umgehen, wie gehe ich mit dem um emotionell, mit der Familie. Ich meine, ich habe auch noch einen Sohn. Ja, und dann machst du plötzlich auch Gedanken über den Tod, stirb ich jetzt an dem? Oder was für Möglichkeiten gibt es? Und dann wird man halt dann irgendwann informiert, sobald man zum Onkolog kommt. Also ich bin dann der Seestrosky im Onkozentrum. Und er ist einfach der, der uns Hoffnung gegeben hat. Er hat gesagt, schauen Sie, es gibt eine Option und ich habe Ihnen ein ganz neues Medikament. Und das ist wie eine Chemotherapie in Tablettenform. Und er hat uns wirklich wieder Hoffnung gegeben. Und dann ist es uns gerade besser gegangen. Ich habe ganz viele Leistungen aus einer Hand, kann man sagen. Und das ist eine Qualität, die ich enorm schätze. Und die Ärzte, auch, die dich betreuen, sie sind vertrauenswürdig und sie leisten wirklich so viel. Sie sind so bemüht, dass sie so schnell wie möglich für dich können, wieder unterstützend wirken können. Danke, gleichfalls. Ja, also ich bin natürlich voll Optimismus gesehen, dass ich es schaffe. Dass noch die Stammzellentransplantation und dann kommen noch einmal 8 Chemotherapien. Es ist dann gegangen bis Januar 2015. Und dann eigentlich habe ich gedacht, ich fange im März 2015 wieder, gehe ich wieder zurück in meinen Job. Das ist dann halt auch nicht eben so, hat das nicht so funktioniert, weil ich kein Haar mehr hatte auf dem Kopf. Und dann hatte ich auch ein Gespräch gehabt und dann haben mir gesagt, dass man mich so nicht könnte einstellen, also mehr könnte brauchen, so wortwörtlich. Das ist wirklich sehr verletzend gewesen in dem Moment, weil du fühlst dich schon nicht mehr halt so, für eine Frau sind Haare ein wichtiges Element, ja. Und ich habe mich halt so gezeigt, so wie es ist, zum aufzeigen, hey, ich habe etwas durchgemacht. Das war sehr einschneidend in meinem Leben. Und nicht etwas verstecken unter Perücken oder so, sondern ich bin einfach so gegangen, so wie ich bin. Ich hatte letztes Jahr wieder eine Remission. Letztes Jahr im Sommer haben wir wieder fast nichts mehr erkennbar gewesen. Und ich hatte echt Freude im September. Ja, und jetzt gerade vor 2 Wochen hatte ich halt wieder einen Rückfall und das war ein bisschen heftiger, aber wie soll ich sagen? Ich glaube, solange man lebt, hat man eben, dort wo Leben ist, sagt man, ist Hoffnung. Und das habe ich, trage ich in mir rein, die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann einmal eine Therapie gibt, die mir doch die Chance gibt, dass ich mal 10, 15 Jahre ohne Problem leben, weil ich fühle mich halt schon noch zu jung. Und ich glaube, ich würde sehr gerne auch noch mal irgendwo was in Angriff nehmen, ohne dass ich Angst haben muss, dass jetzt irgendwo ich wieder beherrscht wird von dieser Erkrankung. Und das ist die Hoffnung, die ich in mir inne habe. Man sieht schon alles mit anderen Augen.
Man nimmt alles viel bewusster wahr. Ich bin sehr dankbar. Und ich reg mich nicht mehr so schnell auf. Das ist auch noch so ein Punkt. Es ist nicht wert. Meine tägliche Kraft gibt mein Umfeld, vor allem auch mein Mann. Ich darf sagen, dass er ist für mich so ein Sonnenschein. Er fängt mich einfach auf. Vor allem, wenn es schwierig ist oder wenn halt Rückfälle sind. Ich bewundere ihn sehr, weil er hat ja noch seinen Job. Und er versucht einfach, dann, mich so gut wie möglich eben halt aufzufangen. Das Wertvollste ist eigentlich Gesundheit. Wenn man gesund ist, dann ist es selbstverständlich. Und die Therapien, die schenken uns eigentlich Zeit. Zeit, um noch gemeinsam erleben zu dürfen. Oder Moment, schöne Momente zu haben.